Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, was glaube ich wieder ein bisschen länger wird, war so gar nicht geplant ursprünglich. Und zwar wollte ich euch so ein bisschen davon nochmal berichten, wie das war, die ersten Tage nach der Trennung, die ersten Wochen, jetzt dann die ersten Monate nach der Trennung, wie sich das so für mich entwickelt hat. Weil ich habe auf Instagram gemerkt, dass da viele Leute sind, die entweder Ähnliches erlebt haben, wo wir uns so ein bisschen austauschen oder die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen und sich da natürlich anschauen, was ich so ein bisschen zu erzählen habe. Und genau aus dem Grund habe ich euch dann gestern auf Instagram auch nochmal aufgefordert, wenn ihr da nochmal gezielt Fragen dazu habt, die zu stellen. Deswegen werden wir da dann auch nochmal so eine kleine Q&A-Runde draus machen und ich werde dann auch diese Fragen beantworten. Aber erstmal möchte ich so von meiner Sicht aus einen kurzen Abriss geben, wie das so für mich war. Ich muss dazu sagen, das war alles ein sehr, 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 sehr schleichender Prozess. Schleichend im Sinne von schleichend von fast 4 Jahren. Genau, also von 3,5 Jahren, schleichender Prozess von 3,5 Jahren. Diesen Herzschmerz, den man so hat, wenn eine Beziehung zu Ende geht, den hatte ich also schon. Den hatte ich quasi schon 2014. Und musste das zum Glück jetzt nicht nochmal alles durchleben. Nichtsdestotrotz habe ich die ersten Tage, obwohl diese Trennung, also da war dann nochmal eine sehr intensive Zeit von, ich glaube, nochmal einem Monat, bevor dann die wirklich endgültige Trennung kam, wo das schon natürlich auch Gespräch war und alles, auch im Kopf natürlich und auch im Herzen. Ich hatte also auch eine sehr lange Vorbereitungszeit auf diesen Zeitpunkt der Trennung, weswegen es mich dann nicht so kalt erwischt hat. Die ersten Tage habe ich aber wirklich auch sehr, sehr viel geweint. War auch sehr unproduktiv. Ihr habt es auch gemerkt, einfach so. Da habe ich schon wirklich auch viel, viel, viel geweint. Aber ich habe dann schnell den Switch geschafft, zu sagen: Okay, ich packe jetzt was an, ich mache jetzt was und ich mache mich davon frei. Was mich die letzten Tage und Wochen wirklich schockiert hat, fast schon, waren auch Auslöser von euch. Ihr habt gesagt: Boah, deine Videos, die sind so toll. Jetzt wieder geworden und auch auf Instagram, wenn die Leute mir halt unter den Bildern posten, boah, du siehst so anders aus, so verändert, dann habe ich das erstmal für mich wirklich mir auch selber mal angeschaut aus dieser Perspektive und das war so krass zu sehen. Also ich habe mich selbst in den letzten Jahren gar nicht als so unglücklich empfunden. Jetzt zurückblickend war es aber ein wichtiger Schritt in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich konnte nicht. Ich habe mich als Mensch weiterentwickelt und diese Person, die ich geworden bin, konnte nicht mehr in dieser Beziehung stecken bleiben, weil dann wäre ich wieder zurückgegangen. Das hätte ich nicht getan. Ja, vielleicht wird es auch ein bisschen wirr, dieses Video, weil manchmal kommt so ein Blob zum Gedanke auf und dann muss ich das schnell erzählen. Genau, also ich habe da wirklich, wirklich viel geweint. Und dann kam dieser Punkt, wo ich mich mit dem Umzug auseinandergesetzt habe. Und da kam dieser Entwicklungsschritt von: Ich sitze jetzt hier auf meiner Couch und bemitleide mich selbst hinzu, ich werde jetzt produktiv und tue was und sehe die positiven Dinge. Das heißt, ich habe mir eine Wohnung ausgesucht, habe mich damit mit der Inneneinrichtung meiner Wohnung beschäftigt, wo du halt sagen kannst, okay, nur du entscheidest, wie das hier aussehen soll und du triffst die Entscheidung, das ist dann deins. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen aus diesem Loch auch herausgezogen. Und dann begann dieser Prozess, wo ich merkte, wie befreit ich mich plötzlich fühlte, wie so vieles von mir abgefallen ist, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es auf meinen Schultern getragen habe und dass es mich runtergedrückt hat und dass es mich klein gemacht hat. Das sollen auch um Himmels Willen keine Vorwürfe sein, weil und ich selbst gebe mir da auch keine Schuld, aber wenn, dann müsste ich mir die Schuld dafür geben, wenn ich irgendjemandem Schuld geben würde, weil ich diejenige war, die das mit Sicherheit machen lassen, die so gelebt hat. Und die das so mitgemacht hat. Genau, also die ersten Wochen waren dann natürlich noch hart, weil das war unglaublich stressig. Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Stress wie dann die ersten Wochen nach der Trennung, weil das halt mit der Wohnung dann losging, ne? Du hattest Wohnungsbesichtigung, dann habe ich die Wohnung komplett renoviert, selbst mit Unterstützung meiner Familie. Das heißt, wir haben hier jeden Raum gestrichen. Dann ging das los, loszufahren und Möbel zu kaufen, die Möbel aufzubauen. Da bin ich ja auch wieder angewiesen gewesen auf andere Menschen, dass die mir da helfen. Und dann natürlich der ganze Papierkrieg. Ich bin echt ein Mensch, der sagt, okay, ich finde es jetzt nicht so schlimm, Anträge auszufüllen, aber ich weiß nicht, wie viele 100 Seiten Anträge ich ausgefüllt habe. Das war schon echt eine harte Nummer. Und dann hast du natürlich, wenn eine Beziehung beendet wird, ist dein Ex-Partner nicht plötzlich dein bester Freund. Und da gab es natürlich auch die ein oder andere Herausforderung.
was sich dann natürlich auch auf das Herz gelegt hat und manche Situation echt schwierig gemacht hat. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, wo dann hier endlich, also fertig sind wir in der Wohnung immer noch nicht, wer meine Vlogs verfolgt, der weiß das, aber wo dann so ein Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir hier angekommen. Wir fühlen uns jetzt hier zu Hause, das ist jetzt mein Zuhause, das ist mein Reich, ich liebe, liebe, liebe meine Wohnung aus tiefstem Herzen. Wo ich dann gemerkt habe, okay, boah, da war nochmal so eine extreme Last, die plötzlich abfiel. Ich merkte plötzlich, wie sich in mir drin extremst Dinge verändert haben. Das war so wie... Und plötzlich kamen da auch mega krass tolle Leute in mein Leben. Und das entwickelte sich alles noch schneller und noch toller. Und ich komme selber schon gar nicht mehr damit klar. Und jetzt so, naja, mehr als ein Vierteljahr nach der Trennung, bin ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Kurioserweise. Mein kompletter Lebenstraum ist geplatzt. Der Mann, mit dem ich mein Leben bis zum Ende teilen wollte, das Haus, die Kinder, die heile Familie, das ist komplett alles den Bach runtergegangen. Und trotzdem bin ich jetzt, ja, bin ich jetzt an diesem Punkt, wo ich bin, wo ich sagen kann, ich bin gerade so glücklich und zufrieden und es ist alles einfach wunder, wunderschön. Das soll auch nicht irgendwie also meine Ehe und die Familienzeit, die wir hatten, die war ja trotzdem schön. Und trotzdem möchte ich euch, die da wirklich noch mit sich hadern und mir da deswegen immer schreiben, auch so nicht ermutigen. Aber wenn ihr wirklich ernsthaft schon darüber nachdenkt, dann macht den Schritt. Macht den Schritt. Macht das, tut das und führt euch freier. So. Und arbeitstechnisch war das natürlich auch eine Herausforderung, ne? Also wo die Trennung wirklich ganz frisch war. Ich konnte nicht arbeiten, weil mein Kopf und mein Herz nicht frei waren. Dann konnte ich nicht arbeiten, weil ich einfach die Zeit dafür nicht hatte, weil ich hier in der Wohnung alles machen musste. Und dann, als wir hier waren, ich konnte einfach nicht. Ich war noch so in mir gefangen. Es ging einfach nicht. Ich habe dann wirklich nur das Nötigste gemacht. Hier ein bisschen YouTube, meine Kundenaufträge. Aber ich war nicht mit dem Herzen dabei. Und dann habe ich so von euch das positive Feedback bekommen. Dann habe ich wieder mit dem Mama-Coaching angefangen und habe da das positive Feedback bekommen. Und nur deswegen sitze ich jetzt wieder hier, wo ich bin und kann sagen, ich kann wieder in meine Arbeit aufgehen. Ich sitze hier wieder, ich stehe jeden Morgen auf und bin einfach verliebt in mein Leben und in meine Arbeit. Ich mache das hier wieder unglaublich gern. Ich mache die Kundenaufträge wieder unglaublich gern. Ich freue mich über jedes neue Projekt, was da kommt, was wir gerade anleiern. Ich bin da wieder angekommen, wo ich halt, ich sag mal so vor einem halben Ja, quasi war. Ich rede natürlich über solche Dinge auch mit meinem Coach und sie sagte, sie war unglaublich, unglaublich positiv überrascht und inspiriert, wie schnell es doch bei mir ging, wie schnell ich diesen Shift wieder geschafft habe, vor allen Dingen halt auch im beruflichen, da wieder anzuknüpfen, wo ich war, mich so extrem zu verbessern und so einen extremen Sprung nochmal zu machen. Und jetzt würde ich wirklich auf eure Kommentare eingehen. Ich habe gerade gesehen, es sind mittlerweile 15 Stück geworden. Ihr wart auch so süß, ihr habt immer wieder auch geschrieben, du, wenn es dir zu privat ist, musst du nicht darauf antworten. Ich werde jetzt highlife, ich habe mir die Fragen noch nicht durchgelesen, highlife die Fragen vorlesen und dann gucken, was ich davon preisgeben werde. Und zwar fragt Katharina Jansen, hast du viel getrauert oder war es eine Befreiung für dich? Wie gesagt, diese Trauerphase, dieser Herzschmerz, den hatte ich schon vor ein paar Jahren. Natürlich trauerst du dieser Beziehung und diesem Konstrukt, was du dir, diesem Zukunftskonstrukt, was du dir da erschaffen hast, hinterher. Aber letztendlich war es doch heruntergebrochene Befreiung. So hart das auch klingt, war es für mich eine Befreiung. Mrs. Saturnchen fragt, warst du lange sehr am Hadern, die Trennung durchzuziehen? Hast du eventuell versucht, es dir selbst auszureden? Dazu muss ich sagen, die Trennung war ja schon eine Entscheidung von uns beiden. Ein gemeinsamer Prozess. Und wenn du dich gemeinsam dafür entscheidest, eine Beziehung zu beenden, hadert man dann auch nicht mehr. Es wäre was anderes gewesen, wenn der andere Partner gesagt hätte, boah, ich will nicht, ich will mit dir und wir wollen kämpfen und machen und tun. Da dieser Punkt aber nicht gegeben war, haderst du dann irgendwann nicht mehr. Ich war dann an einem Punkt, es ging für mich nicht mehr. Es gab keine Alternative mehr. Uli Krügermann hat sehr interessante Fragen gestellt. Hast du deinen Mann oft vermisst, beziehungsweise vermisst du ihn immer noch? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Niemals. Muss ich so ehrlich sagen, zu keinem Zeitpunkt. Siehst du ihn nach der Trennung mit anderen Augen? Ja.
Hattest du Angst, es allein, also eigene Wohnung, nur ein Einkommen, zwei Kinder nicht zu schaffen? Nein, niemals. Die Angst hatte ich niemals. Ich wusste, es gibt immer Menschen, die dich auffangen. Oder in meinem Leben gibt es Menschen, die mich auffangen. Davor hatte ich nie Angst. Ich wusste auch, dass ich das mit den zwei Kindern locker alleine hinbekomme, weil unser Alltag schon so strukturiert war, dass ich die meiste Zeit mit den Kindern allein war. Deswegen habe ich mir da überhaupt keine Sorgen gemacht. Gar nicht. Und das ist auch begründet. Wir kommen super, super gut aus. Es passt einfach. Es klappt. Was hat dein Umfeld, deine Familie zu der Trennung gesagt? Die Leute haben das natürlich so hingenommen, was sollten sie auch anderes tun? Und es kam jetzt niemand und hat gesagt, das habe ich dir gesagt. Nichtsdestotrotz war, glaube ich, also mein engster Kreis war nicht überrascht. Es war auch niemand traurig. Ja, die Leute, mit denen du halt nicht ständig deine Probleme und Sorgen teilst, die waren überrascht, vor allen Dingen ja auch einige Leute von euch. Aber die Leute, die meinen Alltag hautnah miterleben, die waren nicht überrascht. Und da kam jetzt auch niemand und hat da irgendwie was Negatives gesagt. Und sollte irgendjemand, ne, den ich jetzt nicht kenne, jemand Fremdes da, ihr kennt mich, ich sage das oft genug, sowas ist mir ja total egal. Dass andere Leute, fremde Leute vor allen Dingen, denken, das ist mir so. Fühlst du dich allein wohler? Auf die Frage möchte ich ein bisschen intensiver eingehen. Fühlst du dich allein wohler? Ich war auch in der Beziehung manchmal sehr einsam. Jetzt fühle ich diese Einsamkeit nicht mehr, weil ich ja quasi allein bin. Nur quasi, weil es da in Anfängen jemanden gibt. Ich fand es aber nicht schlimm, mit mir allein zu sein. Das Wichtigste ist immer, es gibt allein und es gibt einsam. Sei bitte niemals einsam. Das ist ein echt, echt ekliges Gefühl. Und ich war einsam in meiner Beziehung. Allein ist okay. Fand ich jetzt nicht schlimm. Wie bist du mit dem Berg an Aufgaben zurechtgekommen? Durchziehen. Du musst es knallhart durchziehen. Du musst das jetzt machen. Du brauchst eine neue Wohnung. Du musst die renovieren. Du brauchst neue Möbel. Du musst die ganzen Anträge schreiben. Du musst auf die Ämter rennen. Du musst das tun. Und dann tust du es halt einfach. Und das sind kackharte Wochen. In den Wochen habe ich aber auch sehr viel abgenommen. Es musste einfach sein. Also ich habe es halt einfach durchgezogen. Was sollte ich denn machen? Also mich auf die Couch legen und vor mich rumjammern, hätte mich jetzt auch nicht weitergebracht. Hat dich dein Mann dahingehend vielleicht unterstützt? Es gab das Angebot, ich habe es aber nicht so krass angenommen, aber er hat mir natürlich die Kinder abgenommen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der Wohnung war, um zu renovieren. Wonder Inside fragt, wie geht ihr miteinander um, wenn ihr euch seht? Es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr angespannte Situation, vor allen Dingen, weil neue Partner im Spiel sind. Das ist eine heikle Geschichte, aber vor allen Dingen auch für die Kinder ist es ein, wenn wir uns begegnen, was sehr selten vorkommt, ja, kühles, sachliches Miteinander und der Rest wird anderweitig geklärt, wenn die Kinder nicht dabei sind. Bongkuk fragt, wie sieht deine Abendroutine jetzt mit den zwei Mäusen aus? Wie bewältigst du das ganz allein? Ins Bett bringen, Alltagsgestaltung, Termine. Es gibt bald ein Video zu meiner Abendroutine, das ist nur noch nicht geschnitten. Die hat sich nicht so krass verändert wie vorher. Mein großer Vorteil war wirklich, dass ich auch schon vorher das meiste mit den Kindern allein gemacht habe. Deswegen war das für uns nicht so eine krasse Umstellung. Und dann ist alles eine Frage der Organisation. Natürlich, und das weiß ich, habe ich einen extremen Luxus mit meinem Job, dass ich da super flexibel bin, dass ich von zu Hause arbeite, dass da halt nebenbei eine Waschmaschine laufen kann, dass ich mal kurz zwischendurch durchsaugen kann, dass ich mir das alles viel, viel besser anders organisieren kann mit den ganzen Terminen. Ich kann mir halt Termine auf vormittags legen, weil ich mir das halt so einrichten kann. Ich weiß, das ist ein Riesenvorteil. Ansonsten ist Organisation alles und ein Dorf. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Du brauchst Menschen um dich rum, die dich unterstützen, die dir mal die Kinder abnehmen, wenn du Termine hast, die irgendwas für dich erledigen, was du delegieren kannst. Das sind so meine Tipps, die ich geben kann. Dann, stolz wie Oskar, über die Frage war ich überrascht, die habe ich gestern schon gelesen, weil ich das so, glaube ich, nicht erzählt habe. Das heißt, es muss ein Insider sein. Da die Frage öffentlich auf meinem Profil ist, kann ich es auch vorlesen. Und zwar fragt sie, wie ich mit dem neuen Glück von Manu umgehe. Es ist schwierig,
wenn der Ex-Partner eine neue Beziehung beginnt, vor allen Dingen nahtlos beginnt. Nichtsdestotrotz war ich nie, also natürlich wird es nie meine beste Freundin werden. Aber ich fand das jetzt, also ich habe keinen Herzschmerz dabei gespürt. Ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt, das kann ich mal erzählen. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, ob ich da jetzt nicht einen Knacks weg habe. Und ich habe aus dem Bauch heraus sofort geantwortet, nö, weil ich das nicht auf mich beziehe. Ich sehe nicht, dass ich irgendwie zu dick, zu alt, zu hässlich, zu unspontan gewesen bin. Ich beziehe das nicht auf mich als Person. Und dann habe ich Tage, ich habe dann über diese Frage und meine Antwort auch nachgedacht und es ist wirklich so. Ich beziehe das nicht als mich auf Person. Als Person, ich mache mich nicht schlecht oder minder. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich wert bin und sehe das nicht als dass ich irgendeinen Mangel an irgendwas etwas hätte, dass sich da nach einem neuen Partner umgesehen wurde. Gar nicht, gar nicht. Und lege ich auch jeder Frau ans Herz, du bist nicht schuld daran. No, 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 no. Außerdem würde mich interessieren, wie viel Zeit vergangen ist von ich glaube, ich möchte mich trennen bis zum Entschluss auszuziehen. Jahre. 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 Benutzername nicht verfügbar fragt. Gab es nach der Trennung Momente, in denen du es bereut hast oder dir gedacht hast, wir haben nicht alles versucht oder war es wirklich so schlimm? Ich wusste, dass wir nicht alles versucht haben. War es wirklich so schlimm? Ja. Also es gab diese Momente nicht. Es gab diese Momente nicht, wo ich daran gezweifelt habe. Gab es nicht. Weil dann dieses Reflektieren anfing, wo ich dann wirklich Dinge auseinandergenommen habe, weil dann diese rosarote Brille abfiel und deswegen gab es das nicht. Hattest du vor der Trennung Angst oder Bedenken vor der finanziellen Situation? Auch niemals. Auch niemals. Sie fragt weiterhin, gibt es jetzt Situationen, in denen du dir denkst, ach, das wäre zu zweit einfacher gewesen? Nee, auch nicht. Aber das ist, weil mein Alltag davor auch schon, ne, weil ich da viel auch mit den Kindern allein mal unterwegs war oder so. Nee, natürlich hast du manchmal so Situationen, aber die hatte ich dann quasi früher auch schon. Also, nee. Jessa fragt, mich würde auch interessieren, wie lange es vom ersten Trennungsgedanken bis zur Trennung gedauert hat. Jahre. Deswegen kann ich euch sehr gut verstehen, die mir immer wieder schreiben, ich bin in diesem Struggle, ich überlege mich zu trennen, ich weiß nicht richtig, ich weiß. Bei mir ging das Jahre. Und auch dann kurz davor war es wirklich ein Prozess von einem Monat. Es hat einen Monat dann dieser intensive Prozess gedauert, um sich dann wirklich letztendlich zu trennen. Na, na, Dani fragt. Ach so, genau, das war auch ein schöner Kommentar, den lese ich trotzdem vor. Freue mich schon auf das Video. Fragen hätte ich auch parat, da ich aber nicht weiß, ob es nicht doch zu privat ist, lasse ich es lieber. Denke mir eher, dass du schon offen erzählen wirst, was du auch erzählen möchtest. Das finde ich sehr schön. Imi25. Mich würde interessieren, ob du oft an die Zeit zurückdenkst und es vermisst. Du alles Geschehene einfach vergessen hast oder du es irgendwie verarbeitet hast oder es dich öfter mal einholt. Du traurig bist und das alles nicht begreifen kannst. Ich kann es begreifen und ich bin nicht traurig. Natürlich hast du manchmal im Alltag so Situationen, wo du dich an was Vergangenes erinnerst. Letztens war zum Beispiel eine harte Geschichte, wo ich dann Videos mit Manu logischerweise privat stellen musste auf meinem YouTube-Kanal. Das war nicht einfach, weil da gehst du Jahre an Erinnerungen durch. Und das war echt krass. Das war echt krass. Ansonsten wurde ich auch letztens gefragt, ich habe auf Facebook gesehen, du hast noch alle Bilder drin, du hast noch die Hochzeitsbilder drin. Ja, weil es ja Teil meines Lebens ist und damit auch Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Und deswegen, warum sollte ich das löschen? Aber so dieses Hinterhertrauern habe ich nicht. Gertrude Charlotte, ihr wart verheiratet, wie geht ihr die offiziellen Dinge an? Seid ihr im Trennungsjahr oder wie funktioniert das? Braucht man dafür richtig anwaltlichen Beistand? Genau, wir sind im Trennungsjahr, wir können uns quasi am 1. März 2019 scheiden lassen und du musst dir da mindestens einen Anwalt nehmen. Also du kannst dir als Paar zusammen einen Anwalt nehmen, der das dann alles in die Wege leitet oder nee, jeder nimmt sich halt seinen. Genau, aber da brauchst du auf jeden Fall einen Anwalt. Genau. Ansonsten war natürlich dann auch mein Nachname ein Thema für mich. Aber ich möchte meinen Nachnamen behalten, den ich in der Ehe mitgenommen habe, einfach wegen der Kinder.
Frau Pilzchen fragt: Fällt es dir manchmal schwer, vor deinen Kindern positiv bzw. nichts Blödes, Gemeines über deinen Nochmann zu sagen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es mir unglaublich wichtig ist, dass ich sowas nicht tue. Das ist mir einmal passiert, da musste meine Mutter kurz machen und das ist wirklich nur einmal passiert. Weil das ist mir unglaublich wichtig. Ich kenne Frauen und da könnte ich rechts und links, wirklich, da könnte ich ausrasten. Ich kenne Frauen, die ihre Kinder dahingehend manipulieren. Der Papa ist doof, der Papa will dich nicht sehen, der Papa hat dies und das und jenes gemacht, der Papa hat sich lieb, der Papa hat eine neue Familie, weiß der Geier. Das ist so ekelhaft. Wisst ihr, was ihr euren Kindern damit antut? Wenn ihr euren Ex-Mann hasst, aus tiefstem Herzen, macht das, aber macht das mit euch aus und zieht nicht die Kinder mit rein. Das ist so ekelhaft, das würde ich niemals tun. Ihr macht so viele den Kindern kaputt. Das geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich habe da gerade so eine gewisse Person, ich weiß, dass die das macht. Ich könnte die schütteln. Ich hasse sowas wirklich. Könnte ich mich tierisch aufregen. Tut mir leid. Und jetzt haben wir noch zwei. Und zwar noch von Nicole Wundervoll. Würdest du sagen, dass Manu manchmal Probleme damit hatte, dass du eine starke, unabhängige Frau bist? Ja, definitiv. Ist nicht böse gemeint. Ich weiß, dass es so Männer gibt. Ja, definitiv. Und war das vielleicht auch einer der Knackpunkte? Ja, definitiv auch. Und das Schöne ist jetzt, dass ich jetzt das genaue Gegenteil erlebe. Dass der Mann gerade das attraktiv an mir findet und das auf gar keinen Fall verändern möchte. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Und die letzte von... Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, Mäuschen. Der Pef. Hast du dich aufgrund einer neuen Liebe getrennt oder war die nur der Anstoß oder war die Zeit einfach reif dafür? Nein, ich habe mich nicht wegen einer neuen Liebe getrennt. Die neue Liebe war auch nicht der Anstoß, aber es war Zeit für die Trennung. Genau. So, ich denke, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe auch viele eurer Fragen beantwortet. Ich hoffe so, dass das für euch klar geworden ist. Es ist nochmal, ich möchte jetzt am Ende nochmal wirklich sagen. Es war eine tolle Zeit, meine letzte Beziehung. Ich bin aber auch froh, aus dieser Beziehung jetzt raus zu sein. Ich möchte nochmal alle ermutigen, die mit dem Gedanken spielen. Wenn ihr schon mit dem Gedanken spielt, zieht es durch. Wirklich. Wisst ihr, wie viele Jahre ich da festgesteckt habe, weil ich es nicht durchgezogen habe? Aber ich musste reifen. Ich musste zu dem Mensch werden, der ich jetzt bin, um jetzt die Menschen zu treffen, jetzt die Erfahrung machen zu können. Aber bleibt nicht in etwas hängen, was euch tot unglücklich macht. Bitte, bitte tut das nicht. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wenn es Diskussionsbedarf gibt. Gott, hoffentlich nicht so viel. Und ansonsten sehen wir uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!